war alles nicht so ganz einfach, so diese Geschichte auf die Welt zu kommen. Jakob hatte keine Verbindung der Speiseröhre vom Mundraum zum Magen. Uns war immer wichtig, dass man einfach alles unter einem Dach hat. Von dem her die richtige Entscheidung, hierher zu gehen, damit man einfach in allen Bereichen eine kompetente und schnelle Antwort bekommt. Das Kuno-Kinderbauchzentrum setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Kuno, die Kinderuniversitätsklinik Ostbayern, also Medizin auf höchstem universitärem Niveau. Im Bauchzentrum werden alle Erkrankungen behandelt, die den Bauchraum betreffen. Hierfür haben wir alle Spezialisten in der Klinik vorhanden. Und drittens ist es natürlich für Kinder und Jugendliche. Kinder bedürfen ein ganz anderes Herangehen. Sie brauchen viel mehr Zeit. Wir müssen mit den Eltern umgehen können. Dieses Zusammenspiel ist für uns ganz, ganz wichtig. Seit Februar diesen Jahres sind wir jetzt mit Angelina hier in Behandlung. Also das ganze Team, egal wer, ob Ärzte, Pfleger, alle super nett. Also ich war auch schon in anderen Krankenhäusern, aber die haben immer gesagt, das ist nichts. Und das war schon eine Belastung, weil wir sind wirklich von Arzt zu Arzt und jeder hat gesagt, dem Kind fehlt nichts. Und die haben halt dann wirklich das erste Mal richtig untersucht, hat geschaut, was sagt hat und ja, also das erste Mal ernst genommen gefühlt. Das ist ein Riesenvorteil, weil halt alles in einem Haus ist. Es gibt die Kindergastroenterologie, Kinderchirurgie, Kinderpulmologie und Allergologie. Es gibt die Intensivmedizin und wir haben natürlich auch Labors auf hohem wissenschaftlichem Niveau, damit wir auch da die weitere Entwicklung vorantreiben können. Es ist ganz wichtig, dass wir auch im Gespräch miteinander neue Ideen entwickeln, sodass wir für die Patienten eine optimale Therapiestrategie entwickeln können. Jakob geht es mittlerweile sehr gut. Er geht in den Kindergarten ganz normal, er ist sehr lebendig, er ist sehr lustig. Und wir fühlen uns einfach gut aufgekommen und deswegen würde ich auch immer wieder die 1,5 Stunden daherfahren. Für uns die erste Wahl und auch im Nachhinein die richtige Entscheidung.